der Hirschkäfer Prosopocoilus giraffa von den indonesischen Inseln. Keisukei ist die Unterart von Lombok auf Indonesien, den sehen wir gerade hier. Er will wahrscheinlich versuchen, entweder mich zu pieksen, weil er sehr aktiv scheint, oder etwas zu fressen von den Beetle-Jellies. Diese Tiere sind bereits vor circa einem Monat die ersten erschienen, vor allem Weibchen. Jetzt werde ich mal nachschauen, ob noch weitere Männchen da sind. Ein Paar ist bereits im Brutcontainer und ich werde mal schauen, ob ich heute neue Paare zusammenstellen kann. So, die Boxen, die waren solche 5 Liter. Das waren solche 5 Liter Kanister. Hier habe ich geschrieben, dass am 2.9., also vor 6 Wochen, das noch eine Larve war. Vielleicht kann man von außen ein bisschen sehen, ob ich hier schon was getan habe. Ich werde mal nachschauen hier, vorsichtig, was da in diesen Gefäßen drin vor sich geht. Das ist, das sehen Sie mal, da ist mal ein Wurm, den ich nicht so gerne sehe. Dann hat sie hier solche Reste von PET-Flaschen drin. Wir wollen schauen, ob ja, und schon sieht man jetzt hier die Larve. Das ist also noch nicht fertig entwickelt, das Tier. Das ist da unten in der PET-Flasche versteckt, da an dieser Stelle immer noch eine Larve, eine sehr fette Larve. Und die wird sich jetzt genau wie alle anderen Prosopocoilus hier in dieser Flasche verpuppen. Das ist das, was ich eigentlich fast bei allen jetzt gesehen habe, die wir da rausgenommen haben. Das war leider eine Puppe, die gestorben ist hier. Als ich sie mal vorsichtig rausgenommen habe, hier aus der Flasche, hat sie das nicht überlebt. Das heißt, Hirschkäferlarven, die sind also viel, viel empfindlicher als beispielsweise die Larven von Rhinoceroskäfern. Wenn man die rausnimmt, die muss man extrem gut für die aufpassen, dass die überleben. Ja, schade, aber es kann natürlich vorkommen in der Zucht. Und ich werde jetzt da mal noch weiter schauen. Kann auch in der Natur natürlich vorkommen. Das sollte eigentlich 2 Weibchen drin gewesen sein. Von außen sieht man da jetzt nicht viel. Hier wollen wir mal schauen, ob da was drinnen da passiert ist. Ob wir da eventuell was sehen. Etwas, was ganz deutlich ist, hier ist das Genaxel. Das hinterlassen, da unten bewegt sich etwas. Ist das ein Wurm? Sieht so aus. Das Genaxel, das ist typisch für die Hirschkäfer, dass sie solche großen Haufen von so genacktem Holzmaterial anlegen, meistens bevor sie sich da drin verpuppen in diesen, da würde ich jetzt mal meinen, dass hier drin an dieser Stelle eine Larve verpuppt ist. Wir wollen mal schauen, ob wir hier noch was entdecken können. Ich meinte also, hier müsste etwas, wenn wir das mal vielleicht versuchen, das mal zu öffnen. Einfach um das auch anzuschauen. Ich weiß, manchmal ist man dann im Nachhinein klüger und denkt, hätte ich es sein lassen. Weil man kann das mal versuchen, auch um das einfach ein bisschen zu zeigen, wie das überhaupt aussieht. Das Holzstück war ja so im Substrat drin. Es ist ganz typisch, dass die Larve von unten da reingegangen ist und sich jetzt da ein Loch gebohrt hat in das Holz hinein. Vielleicht können wir das auch vorsichtig von der Seite auch machen. Nein, vielleicht müssen wir doch von oben da kommen. Bewegt sich auf jeden Fall jetzt da nicht da drin. Und wahrscheinlich hat die Larve hier in diesem Holzstück eine recht große Puppenwiege gemacht. Das ist fast ein bisschen wie Archäologie ist hier, diese Kammer zu finden, da in diesem Holzstück drin. Und zwar ohne, dass wir, falls es noch eine Puppe ist, ohne dass wir die da verletzen. Also das ist ein Riesending, diese Kammer hier. Das geht da immer weiter nach unten, auch zur Seite hin. Da ist bereits so ein bisschen ein Rand vorhanden. Das heißt, die hat jetzt da dieses Holzstück wirklich komplett ausgehöhlt. Mal schauen, ob wir da überhaupt was drin finden. Das ist, ich merke noch gar nicht, dass da überhaupt was drin
sein könnte. Es sieht einfach nur ausgefüllt aus mit Genaxel. Ich sehe hier also weder eine Puppe noch einen Käfer. Es sei denn, der wäre abgehauen irgendwo, aber das kann ich mir auch nicht gut vorstellen. Da ist auf jeden Fall nicht. Ja. Schauen wir nochmals weiter, wenn wir da weiter runterkommen, noch was sehen. Ah, da unten sieht man was, das ist ja auch ein Wurm. He? Der hat hier eigentlich nichts zu suchen, das ist schade. Nein, das sehe ich jetzt nicht. Also offenbar, ich sehe auch keine Haut von der Puppe. Also irgendwie scheint das Tier, ah, da unten hat es noch was, da unten sehe ich noch was. Da hat es frisches Genaxel an der Stelle hier. Ja, mal schauen, ob da vielleicht noch was ist. Da unten, ja, das ist ganz frisch, das Genaxel. Da unten auch, immer noch ganz frisch hier, diese Stellen. Also wo ist denn hier jetzt ein solches Tier? Da unten sieht es auch noch aus, nach einer Stelle, wo die Larve sich reingebohrt hat. Das ist also richtig, wie so wie eine Ostereiersucherei hier in diesem Holzstück drin. Ich kann mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, dass hier noch eine Larve oder Puppe drin ist, weil das Holzstück mir zu klein scheint dafür, obwohl es jetzt immer noch hier unten sieht es immer noch nach frischem Genaxel aus. Da eigentlich auch immer noch. Das sieht relativ frisch aus, da ist die Larve durchgekrochen. Also auch hier, dieser Gang hier, der ist also noch voll mit diesem Pilzmyzel durchwachsen und der Gang ist immer noch nicht zu Ende, so ich sehe. Mal schauen, ob wir doch noch hier irgendwo zu einer Larve vordringen können. Ah, hier. Voilà. Jetzt haben wir sie gefunden. Schauen Sie. Das ist jetzt zwar für die Puppe nicht sehr schön, aber es ist für uns schön, weil wir mal sehen können, wie diese Larven überhaupt in diesem Holzstück drin sich verpuppen. Die hat jetzt also hier ein Loch gemacht, quer durch das ganze Holzstück hindurch hier. Hat das eigentlich mit verschiedenen Tunnels zernagt und zerbohrt und ist jetzt hier in diesem kleinen Stück hier drin, hat sie eine schöne, gleichmäßige Puppenwiege gebaut. Es ist ein Weibchen von Prosopocoilus Giraffa K2K, das jetzt hier liegt. Und ich werde natürlich nachher, ich werde zwei, drei Fotos machen und werde das nachher dann gleich wieder genau so, wie ich es gefunden habe, deponieren. Allerdings in einem anderen Substrat, weil hier drin hat es Würmer. Das ist nicht gut für diese Puppe. Ich werde also dann das Holzstück dann auf eine Unterlage aus feuchtem Sand legen, wo es keine Würmer drin hat, die dann hier eventuell eindringen könnten in diese Puppen. So, das ist jetzt die wieder eingepackte Puppe in dem Holzstück, das eigentlich in der gleichen Richtung wie das Holzstück lag, jetzt auch wieder hier auf diesem feuchten Sand gebettet ist, ohne die Würmer, die hier wirklich nur stören. Da kommt der Deckel drauf, das Weibchen hier in die Holzpuppe, werde ich dann später natürlich wieder nachschauen, was daraus geworden ist. Die Holzstücke, die zernagten hier, die kann man natürlich gut brauchen für die neuen Brutcontainer für Prosopocoilus Giraffa. Das heißt, die behalte ich auf, ist übrigens Buchenholz, das da zerraspelt wurde mit dem Lungenseitling drauf, Pleurotus pulmonarius. Also wunderbares Material für die weitere Zucht hier. Kommt da in einen Container. Dann schauen wir weiter, was wir hier noch finden. Da war jetzt etwas schon ein bisschen geöffnet von der Box. Mal schauen, ob da noch Tiere drin sind oder ob die abgehauen sind unterdessen. Ich habe im Keller schon zwei, drei Weibchen gefunden.
offenbar haben sie da den Ausgang gefunden aus dieser Kiste raus. Wir wollen wahrscheinlich dann eins trinken. Da unten sieht es jedenfalls nach einer. Da ist ein Tier noch im Begriff, sich zu verpuppen. Das ist vermutlich ein Männchen an der Größe dieser Puppenkammer anzuschauen. Würde ich meinen, das muss ein Männchen sein. Und das kommt jetzt gleich so, wie es jetzt da ist, wieder zurück in diese Ecke, wo das herkommt. Nämlich genau so war das da drin. So, und jetzt hat hier glücklicherweise keine Würmer drin. Das heißt, das Substrat, die können wir jetzt gut brauchen, um dem Tier noch Zeit zu geben, um sich da weiter zu entwickeln. Auch da notiere ich mir natürlich, dass das Tier in Vorpuppe ist. Vorpuppe. Die war vor 5 Monaten, war die 30 Gramm schwer. Jetzt ist die also im Vorpuppenstadium. Mal schauen, was wir da noch haben. Da drüben hat es noch. Das war ein ganz großes Tier. In einer Flasche drin. Ja, mal schauen, was hier geschehen ist. Ob wir das hier vorfinden können. Es scheint sich hier verpuppt zu haben, hier im unteren Teil. Ich werde das jetzt aber nicht groß stören hier. Auf das kommt es zurück. Ich warte jetzt da wirklich, bis das zum Vorschein kommt. Das war nämlich eines der größten Tiere, die ich überhaupt hatte. Das war am 5.11. Da war das, schreibe ich hier 15. Puppe, damit ich weiß, dass das schon verpuppt ist jetzt seit dem 15. Das ist der heutige Tag. Da kann man später ein bisschen ausrechnen, wann es Zeit wäre, um mal nachzuschauen. Das habe ich hier notiert. Hier waren 2 Tiere drin. Könnte sein, dass die schon ausgeschlüpft sind. Ja, mal nachschauen, ob wir da was finden können. Ja, da unten ist ein Rest einer, was ist das, ein Käfer oder eine Puppe? Wahrscheinlich eine Puppe. Mal schauen, ob da noch ein Tier irgendwo da drin ist, in einer Flasche. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Es scheint so, dass hier in der Flasche drin etwas war. Da sieht man so ein Fenster. Aber ich sehe hier wahrscheinlich hier die Puppe entweder. Nein, hier ist das wunderschöne Tier. Männchen. Das hat also überlebt. Aber ein anderes hier. Das habe ich jetzt da unten noch gesehen. Irgendwo. Es scheint so, wie wenn das Tier hier entweder gestorben wäre oder als, ja, das ist als Puppe hier, ist das gestorben, wahrscheinlich kurz vor dem Ausschlüpfen, würde ich mal sagen. Da sieht man also schon, das Tier ist eigentlich schon entwickelt, aber es ist dann irgendwie wahrscheinlich, weil es nicht mehr in dieser schützenden Hülle drin war, einer Flasche oder einer Puppenwiege, ist es dann im Substrat drin gestorben, währenddem dieses Tier hier schon ziemlich wach scheint. Voilà. Prosopocoilus Giraffa. Okay, okay. Für dieses Männchen habe ich jetzt auch hier eine solche Kiste vorbereitet. Da kommen jetzt 2-3 Beetlejellies rein. Und natürlich warte ich jetzt auf ein Weibchen, das man dann dazu setzen kann. Man soll die nicht zu lang zusammenlassen, weil manchmal kann es vorkommen, dass wenn ein Männchen nervös wird, dass es ein Weibchen umbringt. Jetzt setzen wir den mal da drauf. Mal schauen, ob er dann uns die Freude macht und zu fressen beginnt. Also mal kommt es da hin. Da habe ich noch weitere Kisten vorbereitet. Für den Fall, dass weitere Tiere zum Vorschein kommen. Ich habe noch weitere solche Boxen. Hier hat es noch eine ganze Reihe. Das war ein 28 Gramm Tier am 24.06., also vor 4 Monaten. Da unten sieht man so ein bisschen eine Konstruktion, wie wenn das Genagsel wäre von einem Tier. Ich werde jetzt hier mal vorsichtig nachschauen, wie weit das jetzt gelungen ist da.
aha, das ist jetzt ein Stück Holz auch da drin, das komplett zernagt wurde. Wir wollen jetzt mal nachschauen, ob wir da Spuren finden der Verpuppung dieses Tieres. Ganz offensichtlich hat es sich hier auch in dieses Holzstück hineingebohrt. Da sieht man wieder dieses Genachsel, gleich ähnlich wie beim vorhergehenden Tier. Ich würde jetzt vermuten, dass wir jetzt hier genau gleich mit einem Zustand zu tun haben, wo das Tier jetzt hier drinnen sich verpuppt hat. Ich werde das deshalb jetzt auch nicht rausnehmen, sondern gleich jetzt so im Substrat drin belassen. Das Holzstück war auf diese Weise im Substrat. Ich werde da jetzt nicht weitere Erde dazugeben, weil da drin viele Würmer waren. Wir wollen das Holzstück jetzt, wenn es so bereit liegt, gleich auch so lassen und dann warten, bis das Tier sich da drin von selber meldet, wenn es rauskommen will. Da waren drei Weibchen und ein Männchen drin als Larve. Da bin ich jetzt interessiert, was da geschehen ist. Das ist ja eigentlich ein bisschen eine überbevölkerte Box. Das sieht man vielleicht auch hier an den Kanälen, die da gegraben wurden. Jetzt bin ich aber gespannt. Man sieht hier wie zwei Stellen, wo Tiere verpuppt sind. Ich bin aber nicht sicher, ob das alles Puppen sind hier. Ich werde das aber mal rausnehmen. Man kann die vielleicht dann in Sicherheit bringen, wenn gewisse Tiere schon ausgeschlüpft sind, andere noch nicht. Das kann schnell Probleme geben, weil sie sich dann gegenseitig stören da im Substrat drin. Ah, das sind aber alles. Das sind alles Puppen hier. Da ist eine Puppe. Da ist ein kleines Männchen, hat sich versucht hier auszubuddeln aus der Puppenwiege. Da ist ein größeres Männchen drin, da ist noch eine Larve an der Arbeit. Wir werden jetzt also versucht, das Männchen, ich weiß nicht, ob man das noch retten kann. Das hat sich nicht geschafft hier, die Flügel richtig. Das heißt, das ist jetzt einfach zu wenig Platz offenbar. Ein 5 Liter Gehege für 3 bis 4 Larven ist einfach zu wenig Platz, damit die sich in Sicherheit hier verpuppen können. Was man natürlich hier schön sieht, ist, wie diese Larven sich da verpuppt haben. Das Männchen hier liegt jetzt in diesem Substrat drin, in der Puppenwiege, während gleich nebenan noch ein anderes Tier versucht, sich zu verpuppen. Es ist also sicher gut, wenn wir die jetzt das da rausnehmen und in Sicherheit bringen, um nicht Gefahr zu laufen, dass die sich da gegenseitig kaputt machen. Ich werde jetzt hier auch mal noch ein Bild mit meiner Kamera machen, um das zu dokumentieren, falls es mal ein Buch darüber gibt. Oder sowas, oder wie fürs Internet mehr schöne Bilder brauchen, dass wir das immer schön auch fotografiert haben, was da geschieht. Das ist also ein Männchen, der unten in der Puppenwiege, in dieser hier. Voilà, so sieht es auch ein bisschen noch besser aus. Ja, da kann man jetzt eigentlich nur Folgendes machen. Das Tier kommt ganz vorsichtig, etwas wie es war, so an den Rand wieder des Gefäßes geklebt und das bleibt dann auch so. Ich werde da Material so auffüllen von der Seite her und das Tier, das kommt dann in ähnlicher Lage, also das habe ich jetzt hier so wieder an die Seite gepappt, damit da auch nichts dazwischen kommen kann. Damit das Tier eigentlich die gleiche Struktur vorfindet, wie es schon gehabt hat, um sich da wieder rauszuarbeiten beim Herauskommen aus der Puppenwiege. Und da werden wir jetzt, das war ja in einer Ecke, dieses Tier hier, da werde ich jetzt auch versuchen, das wieder so zu deponieren, dass es hier an dem Bau einfach weitermachen kann. Ah, was haben wir denn hier? Da ist ja noch ein Weibchen. Und da unten ist noch ein Tier.
Das waren also mehr sogar drin, da waren also mehrere Tiere drin und sogar ein schönes Weibchen. Schauen Sie, das hätte ich fast vergessen hier. Das hat sich also schon, vielleicht ist das auch ein Grund, warum das hier so ein bisschen ein Gedränge war in der Box drin. Da waren zu viele Tiere drin. Aber wunderbar ist, wir haben ja hier schon dieses Männchen. Und jetzt werden wir da das Weibchen gleich dazugeben, in der Hoffnung, dass wir dann hier ein schönes Paar vorfinden werden. Voilà, das kann sich dann hier auch schon ein bisschen verköstigen an diesem Beetle Jelly. Wo ist das Männchen? Das ist die große Frage. Wie bei fast allen Hirschkäfern ist das Männchen immer unten an diesen Ästen zu finden. Sehen Sie, hier ist es auf der Unterseite und wartet da auf seine Liebste. Das erste Paar haben wir jetzt also zusammen. Voilà. Das heißt, ich habe schon ein Paar, aber das ist natürlich schön, wenn wir hier zwei, drei verschiedene Paare haben. Das heißt, ich muss also hier nochmals durchschauen, damit ich da ja nicht noch Weibchen entsorge, die eigentlich noch unterwegs sind. Das ist jetzt ja das andere, die andere Larve, die hier jetzt da auf die Seite kommt. Genau, dann haben wir hier ja noch weitere solche Boxen. Das heißt, ich habe jetzt hier also wirklich zu tun. Sie sehen, dass das dauert jeweils, bis man da alles fertig gemacht hat. Das war vor 5 Monaten eine 30 Gramm Larve. Mal schauen, ob wir da was entdecken können. Also was wir auf jeden Fall sehen ist, da ist ein Kanal drin, da ist eine Flasche drin. Ich weiß nicht, ob der Kanal von einem Tier stammt, von einem erwachsenen Tier oder von eine Larve, das ist ja schwierig zu sagen. Wir wollen mal schauen, ob wir da drin was sehen. Es sieht hier ziemlich dunkel aus. Ich würde sagen, da ist ein lebendiges Tier jetzt drin. Wir werden das mal vorsichtig aufmachen hier. Und dann reinschauen, was das ist. So, sehen wir schon was? Oh ja, das ist ein Männchen. Das ist ein Männchen und zwar nicht ein allzu kleines. Das sieht ja nicht so riesig aus jetzt hier, diese Puppenwiege. Und der Durchmesser dieses Bechers ist ja auch nicht gerade riesengroß. Was hat der für einen Durchmesser? Der ist vielleicht 8, 9 cm. Aber das Tier, das werden wir jetzt sehen, das da rauskommt, das ist also ziemlich groß. Es ist also erstaunlich, wie die das schaffen hier. Da unten sieht man das schon, ist schon da, und ist ein Becher drin unten, schaut es raus hier. Gibt den Mandibel vor, hat noch Reste der Puppenhaut da drauf. Ich soll mal schauen, ob wir den Kerl da rauskriegen. Voilà, da ist er. Ja, das ist aber noch ziemlich ein großes Tier. Schön, sehr schönes Männchen hier, schauen Sie mal. Voilà. Wie groß ist der? Da wäre 26 und dahinter ist 9 cm etwa. Also ein Riesentier für so einen kleinen Becher, wo der sich drin verpuppt hat. Schönes Männchen. Prosopocoeus Giraffa Keisukei. Ich mache jetzt von dem Originalmaterial, wo er sich drin verpuppt hat, hier einen Haufen, kann er sich darunter noch verkriechen, der scheint noch nicht komplett aktiv, man sieht es hinten an den Beinen, dass er noch ein bisschen wackelig ist, kommt aber da rein mit einem Beetle Jelly, einfach zur Sicherheit, dass er da nicht verhungert, plötzlich, falls er das mal rauskriegt, etwas zu essen oder zu trinken. So, das zweite Männchen haben wir jetzt gefunden. Man sieht also in diesen 5 Liter Kanistern mit diesem Kintschi, das hier komplett verarbeitet wurde, können die Tiere prächtig gedeihen und es werden große Exemplare dann hier gefunden. Hier sollte auch ein Männchen drin gewesen sein, als Larve, 28 Gramm auch vor 4 Monaten. Das heißt, wir wollen mal schauen, ob da auch schon was zum Vorschein gekommen ist. Das sieht wieder nach diesem Holzblock aus, wo sich die Raupe vergraben hat. Sehen Sie, das ist genau die gleiche Struktur. Unten, von unten her, gegraben das Loch,
ins Holz hinein und die Puppe ist ganz sicher jetzt da drin, die werde ich jetzt aber auch nicht weiter stören. Würmer entfernen hier. Dann das wieder genauso rein und warten. Ein bisschen feucht sprühen, dass sie nicht auftrocknen und wieder warten, bis die von selber da rauskommen. Geht weiter. Werden schon langsam ungeduldig, ich merke es. Vielleicht müssen wir noch einen zweiten Teil machen, damit sie nicht zu sehr. Oder wir machen Folgendes. Genau, wir machen Folgendes. Ich schalte jetzt zum englischen Kanal rüber. Dann machen wir dort weiter. Danke fürs Zuschauen.